Also, guten Abend oder guten Tag zum Vortrag aus Aachen im Rahmen des Wohnprojektetags, des siebten Wohnprojektetags in Köln. Ich begrüße Claudia Bosseler. Claudia Bosseler ist Architektin und Stadtplanerin gelernte und Leiterin der Koordinationsstelle Bauen und Wohnen in Gemeinschaft der Stadt Aachen. Berät zum Thema gemeinschaftliche Wohnprojekte und vertritt die Themenstellung Baugemeinschaften innerhalb der Verwaltung. Das ist also jetzt ein anderes Konstrukt als in Frankfurt. Und jetzt sind wir ganz gespannt. Genau, vielleicht sagst du dazu auch noch was, wie du als Stelle in der Verwaltung agierst und wie du das einschätzt, ob das eine gute Möglichkeit ist, Projekte zu entwickeln. Und außerdem gibt es eben jetzt den Hauptvortrag, der geht jetzt um ein spezielles Projekt, das heißt Brander Hof, wo mehrere Baugemeinschaften verschiedener Ausprägung zusammen ein Projekt entwickeln. Und das hat uns jetzt auch besonders interessiert im Rahmen des Themas Mehr als Wohnen, dass es nicht nur um gemeinschaftliche Wohnprojekte geht, sondern auch noch um anderes. Und ich freue mich auf den Vortrag, wo wir dazu jetzt was hören werden. Und der Vortrag heißt Brander Hof Aachen, kooperativ ein Quartierplan. Bühne frei. Ja, hallo und herzliche Grüße aus Aachen. Genau, ich habe den Brander Hof mitgebracht als Projekt, aber sage auch gerne vorher noch etwas zu meiner Funktion in der Stadtverwaltung und meine Person wurde, glaube ich, ausreichend vorgestellt. Jetzt muss ich nur schauen, wie kann ich die Folien vorwärts bewegen? Ach, mit dem Fall. Gut. Ja. Würde gern zunächst was dazu sagen, wo steht Aachen beim Thema Bauen und Wohnen in Gemeinschaft? Wir sind noch nicht ganz so weit wie Frankfurt, würde ich sagen. Wir arbeiten aber mit allen Kräften daran, da auch mal hinzukommen, aber es wird noch ein bisschen dauern. Wir haben aber zum Glück in Aachen einige Projekte, die schon realisiert sind. Das sind eigentlich so Schätze aus der Vergangenheit. Erste Projekte sind um 2000 entstanden und dann aber so ab 2008 einige mehr. So dass wir da schon vorzeigbare Beispiele auf aller Rechtsformen haben. Und wir merken aber auch deutlich ein wachsendes Interesse an gemeinschaftlichen Wohnprojekten und Initiativen in unseren Veranstaltungen, auch im Wohnprojektetag, den wir jetzt einmalig durchgeführt haben. Und für uns ist das Thema Quartiersentwicklung mit Baugemeinschaften jetzt gerade durch den Brander Hof ein Thema geworden. Und außerdem arbeiten wir auch sehr intensiv an dem Thema Konzeptvergabe. Wir sind kurz davor, dass es gut aufgestellt ist, noch nicht so weit eben wie in Frankfurt. Aber das ist für uns auch ein wichtiges Instrument und arbeiten aktuell auch an einem Handlungskonzept Wohnen, wo auch das Thema Bauen und Wohnen in Gemeinschaft eine Rolle spielt. Ja, ich bin mit der Koordinationsstelle Bauen und Wohnen in Gemeinschaft angesiedelt im Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration. Und unsere Abteilung nennt sich Planung. Das heißt, da werden auch verschiedene Bereiche zusammengeführt. Wir sind nicht die Stadtplanung, die Stadtentwicklung, sondern wir sind die, ja, Wohnungsbauplanung, wenn man so sagen kann. Und gleichzeitig neben Wohnbaukoordination haben wir auch die Sozialplanung mit in der Abteilung, was für uns ein großer Mehrwert ist, so dass wir diese Projekte auch immer sehr von der Quartiersebene betrachten. Und meine Funktion ist sowohl zum einen in die Verwaltung hinein, das Thema zu vermitteln und Strategien dafür auch mit aufzustellen für neue Grundstücke, Entwicklungen, die anstehen und natürlich auch in erster Linie eigentlich nach außen hin Richtung Interessierte, Richtung Gruppen, die sich gründen, da Aufklärungsarbeit zu leisten, da auch zu beraten, die Einzelinteressenten, aber auch Gruppen, die sich an mich wenden und dann in diesen Prozessen auch zu begleiten. Dazu haben wir jetzt auch einen 2019 den ersten Wohnprojektetag gemacht, der auch das deutliche Interesse dann nochmal gezeigt hat. Und genau die Bausteine, die ich eben schon erwähnt habe, hier unten sind einige Eindrücke aus dem Wohnprojektetag zu sehen. Ja, auch wir haben das Glück, mit unserer Bewerbung zur Koop-Stadt erfolgreich gewesen zu sein, so wie Frankfurt auch, wie ich eben gehört habe. Aachen hat sich mit einem
mit verschiedenen Projekten beworben, die im Bündel dann auch die Anerkennung gefunden haben zur kooperativen Stadt. Unter anderem ist da auch unser Innenstadtprojekt Büchel dabei, aber eben auch der Brander Hof und Quartiersentwicklung wie der Preußwald oder auch Stadtteilkonferenzen, in denen wir Beteiligungsverfahren im Quartier haben. Dann möchte ich aber nun endlich zum Projekt Brander Hof kommen und da ein bisschen konkreter anhand eines Projektes zeigen, wie ist das Projekt entstanden und was bietet das Projekt vielleicht auch an Mehrwert? Warum ist uns das auch wichtig, solche Projekte in der Stadt zu haben? Es ist noch nicht gebaut, soweit sind wir da auch noch nicht, aber wir sind gute Schritte in der Entwicklung vorangekommen und es ist ein klassisches Bottom-up-Projekt, an dem wir selber auch noch lernen. Von daher braucht das auch in Teilen seine Zeit. Hier sehen Sie die Umgebung, das Wohngebiet, in dem es sich befindet. Es ist hier auf der Karte, kann man es erkennen, etwas außerhalb des Innenstadtgebietes, aber dennoch in einer sehr attraktiven Wohnlage. Leider auch einer sehr hochpreisigen Wohnlage, was natürlich die Projektentwicklung da auch nicht besonders einfach macht. Es ist diese alte Hofanlage, die auch denkmalgeschützt ist, in der bis 2013 ein Reitbetrieb stattgefunden hat. Also drumherum lagen auch noch mehrere Reithallen, in denen dann der Reitbetrieb stattfand. Und dieser Betrieb wurde aufgegeben. Und die Liegenschaft fiel an die Stadt zurück, sodass dann die Frage aufkam, was soll damit passieren? Und gleichzeitig hat sich dann die Idee aus der Nachbarschaft eigentlich entwickelt, zu sagen, dieser Ort soll jetzt nicht durch einen Investor mit hochpreisigen Wohnungen vergeben werden, sondern soll eigentlich auch dem Quartier zur Verfügung stehen. Und die erste Grundidee war eigentlich, diesen denkmalgeschützten Hof als Kernprojekt mit einem Nachbarschafts- und Begegnungszentrum zu füllen, als bürgerschaftliches Projekt und dann drumherum die Wohnprojekte anzusiedeln, die auch eine Wechselwirkung dann mit dem Gutshof und dem Vereinsbetrieb des Begegnungszentrums haben. Und das Ganze soll auch gut eingebunden im Quartier funktionieren über das Begegnungszentrum und die Wohnprojekte. Also es ist so ein bisschen nach einem Zwiebelprinzip aufgebaut in mehreren Schichten vom Kern nach außen ins Quartier. Das Ganze ist dann in die Förderkulisse des Landes NRW-Initiative ergreifen, aufgenommen worden, was solche bürgerschaftlichen Projekte unterstützt. Und zu dem Rahmen gehört auch, um in die Städtebau-Förderkulisse aufgenommen zu werden, integriertes Stadtentwicklungskonzept. Das haben wir hier dann für diesen Lebensbereich Weberau, heißt der, gemacht. Also so ein bisschen das, was wir jetzt als das dazugehörige Quartier bezeichnen würden. Und das ist jetzt in dem Sinne kein klassisches Quartier, das normalerweise in der Städtebauförderung landen würde mit sozialökonomischen Herausforderungen und schwierigen sozialen Lagen, sondern ein sehr gut situiertes Quartier eigentlich, in dem aber ein deutliches demografischer Wandel sichtbar ist, in dem es starke Überalterungen gibt, sodass wir da eigentlich ein bisschen eine neue Richtung eines ISEX gefunden haben, ein bisschen mehr in den soziodemografischen Bereich gegangen sind und die Themen dann eben demografischer Wandel, Wohnraumknappheit, gemeinschaftliches Wohnen und bezahlbares Wohnen aufgreifen. Ja, hier habe ich ein paar Bilder mitgebracht aus dem Testbetrieb, der schon läuft. Der Hof ist noch nicht saniert, das steht kurz bevor. Aber dennoch ist schon ein längerer Testbetrieb in den Räumlichkeiten des Hofes möglich gewesen. Corona hat das natürlich ein bisschen erschwert. Diese Bilder sind noch aus der Zeit davor. Aber dort wird ein reichhaltiges Programm angeboten von, wie man hier sieht, Mitmachangeboten, Begegnungscafés, Erzählcafés, also eine ganze Brandbreite, die man sich da nur vorstellen kann und die auch von der Bürgerschaft und der Nachbarschaft belebt und getragen wird. Und das Ganze in einem historischen Gebäude, also wirklich ein lebendiger Treffpunkt für die Nachbarschaft. Genau, und dann komme ich jetzt noch mal kurz auf die Entstehungsgeschichte des Projektes. Wie gesagt, eher ein klassisches Bottom-up-Projekt, nachdem
die Reiterhofnutzung aufgegeben wurde, entstand eben diese Idee des Nachbarschaftszentrums im Gutshof. Und zeitgleich oder beziehungsweise wahrscheinlich etwas vorher war der Beschluss, dieses Gebiet als, ja, als Wohngebiet zu vermarkten, zu verkaufen und ein Einfamilienhausgebiet damals dort zu errichten. Und ja, gleichzeitig poppte diese Idee aus der Nachbarschaft auf und wurde in die Verwaltung getragen und hat da auch fruchtbaren Boden gefunden. Und diese Idee wurde dann weiterentwickelt. Und 2015 sind dann auch erste Baugruppen entstanden, die sich eben zu dieser Idee des Nachbarschaftszentrums gebildet haben und gesagt haben, das wäre doch toll, wenn wir hier gemeinschaftliche Wohnprojekte ansiedeln könnten. Und da gab es eben auch schon Überschneidungen in den Personen, die sowohl in dieser Vereinsgründung mitgewirkt haben, als auch jetzt in den Baugruppen. Dann wurde diese Idee bei Initiative ergreifen vorgestellt und auch noch mit weiterentwickelt, sodass da diese Gesamtprojektidee entstand aus dem Verein, dem Nachbarschafts- und Begegnungszentrum. Außerdem gibt es noch eine Kita, die habe ich, glaube ich, noch ganz vergessen bisher. Die ist in der Doppelscheune an der einen Hofseite angesiedelt. Und dieser Baustein wurde eigentlich schon, bevor diese Idee so richtig spruchreif war, vergeben an einen Investor, der diese Kita dort gebildet hat. Also diesen Baustein, der ist so ein bisschen vorgelagert, aber dennoch passt er gut zum Konzept und rundet das Ganze sozusagen auch ab und macht es für Familien attraktiv und dann eben die Wohnprojekte drumherum mit der Quartiersvernetzung. Dann hat es eigentlich weiter Fahrt aufgenommen, weiter ist das Projekt konkretisiert worden. Ein Baustein aus städtischer Sicht, der nochmal die Ausrichtung des Wohnens dort verändert hat, ist 2016 gewesen. Da gab es eigentlich nochmal so eine Gesamtneuausrichtung zur Strategie des Wohnens in Aachen, dass man gesagt hat, eigentlich müssen wir bei dem Wohnbedarf, den wir haben, die wenigen Flächen, die wir noch haben, können wir nicht auf Einfamilienhausgebiete setzen, sondern müssen das kompakter in Geschosswohnungsbau organisieren. Was natürlich auch der Idee des gemeinschaftlichen Wohnens dann hier eigentlich ganz gut zu Pass kam, beeinflusste sich aber nicht, sondern traf sich einfach nur da günstig. Diese Neuausrichtung wäre, denke ich, ohnehin notwendig gewesen. Dann wurde dazu noch 2018 ein Werkstattverfahren ausgerufen, wo wir mit einem Architekturbüro zusammen und dem Kreis der interessierten Baugruppen uns den städtebaulichen Rahmen angeschaut haben. Wir haben also die interessierten Baugruppen ins Boot geholt, bevor der städtebauliche Rahmen, der Bebauungsplan, definiert war. Was natürlich das Verfahren nicht unbedingt verkürzt hat, aber ich glaube, es hatte dennoch seinen Wert, dass, wie man hinterher sehen wird, viele Dinge der Baugruppen auch gemeinsam gedacht werden und das so zusammengeschweißt hat. Dann haben wir in diesem Werkstattverfahren wurden dann drei Varianten entwickelt, die sehen Sie auch gleich noch, die dann der Politik vorgelegt wurden. Weiterhin wurde dazu 2019 dann der Förderantrag mit all diesen Bausteinen dann zusammengestellt und zur Förderung eingereicht. Und 2020 haben wir dann auch die Förderzusage dazu erhalten. Diese Fördermittel, die es da gibt, fließen aber zum Hauptteil eigentlich eigentlich nur in die Sanierung des Gutshofes. Davon profitieren jetzt nicht die Wohnprojekte. Die bekommen aus der Förderung keine finanzielle Unterstützung. Dann war 2020 auch noch ein wichtiger Baustein, dass die fünf Baugruppen, die dann sich committed haben mit Letters of Intent und Konzeptbeschreibungen an diesem Ort ihre Projekte umsetzen zu wollen, auch gemeinsam die Aufgabe bekommen haben, sich auf dem Grundstück zu verorten, also wirklich miteinander auszumachen, wer kommt an welche Stelle auf dem Grundstück. Und das natürlich unter Berücksichtigung des Raumprogramms, was sie geplant hatten. Und das war wirklich kein einfacher Schritt. Da haben wir, glaube ich, den Baugruppen auch einiges abverlangt. Aber das ist eben so ein bisschen, was diese frühe Beteiligung dann auch mit sich bringt.
Hier ist noch zu sehen, wie sich auch diese städtebaulichen Bausteine verändert haben. Zum einen erstmal hier noch so ein bisschen grob die Struktur des gemeinsamen Planungsprozesses. Das waren diese zwei Ideenwerkstätten mit den Baugruppen, aus denen dann ein städtebaulicher Entwurf als Grundlage für den B-Plan entwickelt wurde. Das sind diese drei Varianten, die Sie unten links hier sehen. Und hier oben links sieht man eigentlich noch den ersten Plan, der wirklich noch in Reihenhaus- und Einfamilienhausstruktur gedacht war. Demgegenüber ist es jetzt dichter geworden, aber ich denke, das müssen wir angesichts der Bedarfslage im Wohnen in der Stadt auch vertreten, dass es da zu einer dichteren Bebauung kommt. Es gab dann die Politik hat sich dann für diese Variante, die hier unten rechts in Blau dargestellt ist, entschieden. Und dann gab es aber nochmal einen Auseinandersetzungsprozess in der Verwaltung und auch mit den Baugruppen, wo noch verschiedene Aspekte des Denkmalschutzes, der Sichtbeziehungen und der Aufteilung zueinander berücksichtigt wurden, sodass sich dieser groß dargestellte Plan jetzt die aktuelle städtebaulichen Rahmen, soweit er denn jetzt vorliegt, also den städtebaulichen Entwurf kann man es eigentlich nur nennen, darstellt, weil das B-Plan-Verfahren dazu noch läuft. Hier sind noch die Planungen am Modell zum Gutshof, was dort stattfinden soll. Also es gibt dieses Gutshaus, wo man klassisch drauf zuläuft, wenn man durch das Tor geht. Dort soll das ein Quartiersbüro und ein Quartierswohnzimmer untergebracht werden. In dem Pferdestall hier links ist geplant, im Obergeschoss einen größeren Veranstaltungsraum unterzubringen und im Erdgeschoss ein Repair-Café und eine Werkstatt und verschiedene Neben- und Lagerräume noch. Und auf dieser linken Seite, was hier nur ganz bisschen angeschnitten ist, das ist eigentlich so eine Doppelscheune, ist die Kita untergebracht, die schon in Betrieb ist seit 2018. Und natürlich ist das Herzstück eigentlich auch der Innenhof, in dem dann viele Veranstaltungen stattfinden können. Hier sind nochmal einige Bilder aus dem Entwicklungsprozess mit den Baugruppen, die sich dann zur Siedlungsgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Hier haben wir einige Workshops gemacht, um auch die übergreifenden Themen miteinander zu klären. Es war von Anfang an eigentlich von den Gruppen gesagt worden, wir möchten zwar jeder unser eigenes Wohnhaus entwickeln, aber es soll Themen geben, die wir gemeinsam entwickeln möchten, insbesondere zum Beispiel der Freiraum, die Mobilität, die Energie. Da komme ich auch gleich nochmal genauer zu. Und es wurde aber dann auch geschaut, was sind denn so die anhand von Bildmaterialien, die Übereinstimmungen, die Vorstellungen, die es dazu gibt. Dann im ISEC wurde auch das Thema des gemeinschaftlichen Wohnens thematisiert. Und hier ist noch eine Skizze des Planungsbüro Jankowski-Bürgener Architekten, die mit den Baugruppen zusammen dann in diesem Prozess der Verortung geschaut haben, welche Gruppe kann sich wo niederlassen und wie sieht das aus. Allerdings sehen Sie auch, dass das abweicht von dem Stand, den wir jetzt im Moment haben, weil das noch sehr geschlossen war. Das ist dann noch etwas aufgelockert worden. Ja, diese fünf Baugruppen, die sich hier als Siedlungsgemeinschaft zusammengefunden haben, die eint die Idee der lebendigen, gelebten Gemeinschaft, des Teilenwollens, generationsübergreifendes Wohnen und auch in Vielfalt als Gemeinschaft leben. Aber sie unterscheiden sich auch wieder. Jede Gruppe hat eigentlich ihr eigenes Profil. In der Größenordnung haben wir hier nachher circa 65 Wohneinheiten, ein bisschen je nach Größe noch abzusehen, und das sind 5000 Quadratmeter Wohnfläche. Und es gibt eben diese Wechselwirkung zwischen dem Verein und den Baugruppen, dass eigentlich alle Bewohner sind auch gleichzeitig Mitglieder des Vereins und unterstützen diesen bei den einzelnen Aktivitäten. Das kann zeitlich auch unterschiedlich sein, aber da muss eigentlich auch noch ein genauer Weg gefunden werden, wie ist das geregelt, aber ich bin da guter Dinge, dass das auf jeden Fall etwas ist, was in dem Projekt Bestand hat und wichtig ist. Dann haben sich die Gruppen gemeinsam geeinigt, eben diese vier aufgeführten Themenfelder auch als gemeinsame Themen zu bearbeiten. Es wird jetzt gerade ein Mobilitätskonzept mit allen Gruppen entwickelt. Dazu gibt es dann jeweils
mit Mitgliedern der einzelnen Gruppen, Arbeitsgemeinschaften, die sich dann mit diesem Thema auseinandersetzen, das wieder in ihre Gruppen tragen. Und so entsteht dann eigentlich ein Gesamtpapier zu diesem Thema. Da sind wir jetzt gerade einen entscheidenden Schritt bei der Mobilität weitergekommen, sodass man hier dann auch einen reduzierten Stellplatzschlüssel anwenden kann, da es eben verschiedene Sharing-Konzepte, Carsharing, Bikesharing, Anwendung mit dem ÖPNV geben wird. Und ein wichtiges Thema, was von Anfang an auch so ein Herzstück war, ist dieses Thema Freiraum, wo die Gruppen gesagt haben, wir möchten selber gar nicht so viel private freie Fläche, sondern wir möchten eigentlich eine gemeinsame freie Fläche, die wir für alle Siedlungsgemeinschaftsbewohner dann teilen, in denen wir uns auch treffen können, in denen wir gemeinsame Aktivitäten im Freiraum dann haben können, in dem Gemüsegarten sein kann, etc. Und das soll dann auch dieser Bereich sein, der an den Hof angrenzt und da eigentlich eine ganz schöne Schnittstelle wieder zu dem Nachbarschaftsthema bietet. Und dann ist auch Konsens, dass die Energie gemeinsam gedacht werden soll, um da auch mögliche Synergieeffekte miteinander mitzunehmen und möglichst effizient handeln zu können. Und das Thema geförderter Wohnungsbau ist für uns ein ganz wichtiges, weil es eben auch ein bezahlbares Quartier für alle sein soll. Und wir als Stadt auf einer städtischen Fläche haben eine Quote von 40% geförderten Wohnungsbau. Und das war für uns auch ein Anliegen zu sagen, das wollen wir hier auch haben. Das war sicherlich nicht für jede Gruppe in dem Konzept besonders einfach umzusetzen. Deshalb ist es auch so, dass das ein gemeinsames Thema ist und die Gruppen untereinander da eine gewisse Variabilität haben, wie sie wie viel geförderten Wohnungsbau sie umsetzen. Eine Genossenschaft kann das besser leisten als eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Und die Gruppengröße macht da auch einen Unterschied aus. Und insofern ist das gelungen, dass wir das als Gesamtheit abbilden können. Genau, hier ist einmal, sind alle 5 Gruppen aufgeführt mit ihren Namen und auch kurz Größenordnung und so ein bisschen ihrem Alleinstehungsmerkmal habe ich versucht, das kurz in Stichpunkten zusammenzufassen. Es sind 2 Projekte, die sich in einer Genossenschaft organisieren wollen, 2 Wohnungseigentümergemeinschaft und ein Mietwohnprojekt mit einem Investor, was dann auch schwerpunktmäßig 100% geförderten Wohnungsbau machen möchte. Also so können wir das dann auch ausgleichen, dass es ein Projekt gibt, was in diesem Feld ganz stark ist und davon können dann andere da etwas weniger abbilden, weil das in der Wohnungseigentümergemeinschaft dann auch nicht so einfach zu realisieren ist. Es gibt Projekte, die sind mehr familienorientiert, dann gibt es andere, die sind mehr mit dem Blick aufs Quartier ausgerichtet, die sagen, wir möchten uns hier wirklich aktiv ins Quartier einbringen. Andere bringen die Idee einer Werkstatt oder eines Nutzgartens mit. Und eine kleine Gruppe sagt einfach, wir sind mit dem Thema engagiert. Älter werden ist unser Thema. Dann noch das Projekt, was den Schwerpunkt auf geförderten Wohnungsbau hat. Das hat auch natürlich den Schwerpunkt bezahlbares Wohnen, aber auch eben engagiert und inklusiv dazu. Sodass wir da eigentlich eine sehr schöne Mischung haben und ich denke, das bietet dann am Ende auch eine besondere Vielfalt in dem Standort. Hier sind nochmal die Kernpunkte zu diesen gemeinsamen Themenfelder. Das ist eben, das habe ich glaube ich aber schon in vielen Punkten erzählt, dass es der Freiraum eben eine gemeinsame Freifläche geben soll, die alle gemeinsam nutzen und dann dafür nur kleine Freiräume an den jeweiligen Wohngebieten entstehen. Der geförderte Wohnungsbau ist dann so organisiert, dass es jedoch pro Haus 20% der Wohnfläche gefördert sein soll. Also wir haben gesagt, es ist schon wichtig, dass jede Gruppe einen Teil trägt, auch wenn sie nicht gleich viel trägt. Aber es soll in jedem Haus geförderte Wohnungen geben, sodass dieser Mindestwert bei 20% liegt und für den Rest variieren kann. Wichtiger Baustein ist eben auch die Mobilität mit dem gemeinsamen Mobilitätskonzept, wo wir gerade intensiv in der Ausarbeitung sind. Und ein Thema, was noch genauer präzisiert werden muss, aber auf jeden Fall auch ein wichtiges ist, ist eben das ressourcenschonende und energieeffiziente Bauen, um dann auch möglichst klimaneutral
an dem Standort zukunftsgerichtet das Projekt aufsetzen zu können. Dabei ist zum Beispiel auch die Entwässerung neben der Energie noch ein wichtiges Thema und soll dabei auch nicht vergessen werden. Ja, dann habe ich noch mitgebracht, wie haben wir diesen Prozess entwickelt? Eigentlich haben wir den nie von Anfang bis Ende so richtig fertig gehabt. Das ist auch so ein bisschen wie Birgit Kasper eben aus Frankfurt berichtet, an manchen Stellen ist es auch gut und wichtig und richtig, bei dem Thema Schritt für Schritt vorzugehen. Und wenn man dann ein Projekt hat, bei dem man denkt, das ist es wert, dann probieren wir das aus. Und den Mut hatten wir zum Glück und haben an bestimmten Punkten aber immer wieder den Prozess definiert. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass da Klarheit reingebracht wird, sodass wir dann, als wir wussten, zunächst stand noch im Raum, wirklich noch mal erneut eine Konzeptvergabe zu machen. Dann haben wir aber schon diesen frühen Entwicklungsprozess mit den Baugruppen gehabt, die auch immer bei der Stange geblieben sind, sodass wir dann gesagt haben, es geht eigentlich eher in eine kooperative Projektentwicklung. Wir wollen aber trotzdem bestimmte Phasen definieren, in denen bestimmte Arbeitsbausteine erreicht werden müssen, um den Prozess auch effizient zu halten. Und so hatten wir dann in der ersten Phase eigentlich die Grundlagen, die bereitzustellen sind, die noch nicht in große Investitionen gehen, die aber eigentlich ja auch die Befähigung der Baugruppen darstellen, indem sie dann so aufgestellt sind, dass sie dann, wenn die Anhandgabephase beginnt, auch wirklich in eine effektive Planungsphase einsteigen können. Also dazu gehört dann eben auch schon das Auseinandersetzen über die Finanzmittel, erste Gespräche mit Banken, dann aber auch, dass ein Projektsteuerer und Architekt bekannt und an der Hand ist. Jetzt war es hier im ersten Schritt der Projektsteuerer, der beauftragt wurde. Das war auch ein sehr wichtiger Baustein, weil der nochmal so eine andere Kommunikationsform auch Richtung Verwaltung mitgebracht hat. Weil für die Verwaltung war es doch noch sehr ungewohnt, sich mit Baugruppen auseinanderzusetzen. Und unser Projektsteuerer hier ist kein klassischer Projektsteuerer oder Manager aus dem Bereich der Baugruppen, sondern eigentlich einer, der sonst auch ja klassische Projekte baut, aber hier gerade die Kommunikation und die Strukturierung sich vorgenommen hat. Und das klappt eigentlich sehr gut. Dann haben wir in dem Schritt auch die Gruppen aufgefordert, ihre Konzepte nochmal zu aktualisieren, bestimmte Bausteine dort einzubauen, sodass wir da in konkretes Bild uns machen konnten und die Verortung sollte geklärt werden. Das ist jetzt auch geglückt. Das war kein leichter Prozess, weil es da doch auch sehr subjektive Befindlichkeiten zu manchen Ecken des Grundstücks gab und in einem wichtigen und guten Prozess mit Hilfe auch von Architekten, mit den Architekten Jankowski-Bürgener aus Köln, die da auch gut moderiert haben und auch entwurfliche Bausteine beigesteuert haben, um das auch so ein bisschen vorstellbar und erlebbar für die Beteiligten zu machen. Außerdem wurde dann schon ein erster GbR-Vertrag für die Siedlungsgemeinschaft erarbeitet, also das Dach sozusagen, was die fünf Projekte dann auch eint, in dem dann auch die Wechselwirkungen dann aufgezeigt werden. Der ist in der Phase noch recht hoch, soll aber dann in der Verfeinerung dann ausgebaut werden. Und jetzt stehen wir eigentlich, wenn der Bebauungsplan soweit ist, das ist eigentlich der Prozess, den wir jetzt aktuell haben, dass der noch in der Verwaltung abgestimmt werden muss und bestimmte Abwägungen einfach getroffen werden müssen. Und dann folgt eigentlich die Anhandgabephase, in der es dann darum geht, eine genehmigungsfähige Planung zu erarbeiten, auch den Förderantrag für den geförderten Wohnungsbau aufzustellen und einzureichen und dann den GbR-Vertrag zu präzisieren und zu formulieren. Der ist auch dafür wichtig, dass es gelingt, eine gemeinsame Tiefgarage dieser fünf Projekte zu bauen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Baustein zur Mobilität, dass wir da die Stellplätze dann auch bündeln, um da platzsparender sein zu können. Und dafür haben wir dann auch eine Treuhänderschaft für die Gemeinschaftsbauten und auch die Finanzierung sollte natürlich dann gesichert sein. Ja, abschließend
wollte ich mit einem kleinen Fazit zu diesem Entwicklungsprozess schließen, weil ich glaube, für uns ist es auch sehr wichtig, dass wir aus diesem Prozess lernen, weil jetzt sind wir dabei, eigentlich solche Projekte auch als strategische Instrumente strategischer in einem Werkzeugkasten aufzubauen, das Ganze auch in den strategischen Rahmen von einem Handlungskonzept einzubetten. Und da ist die Reflexion natürlich auch enorm wichtig. Ich denke, es war sehr gut, dass diese Idee in die Verwaltung getragen wurde. Also von daher eine Ermutigung an alle Akteure. Gute Ideen sind wichtig und sollten an die Beteiligten herangetragen werden und weiterentwickelt werden. Das klappt natürlich nicht immer. Da muss es eben auch den günstigen Zeitpunkt oder den richtigen Menschen, den man da erwischt, einfach geben. Und in diesem Fall ist das geglückt und die Verwaltung hat sich auch auf diesen Dialog eingelassen. Das war auch nicht immer und an jeder Stelle einfach. Da gab es dann auch erstmal so, dass auf Augenhöhe kommen ist, denke ich, dabei eine wichtige Sache gewesen. Dazu hat dann die Beratung und Qualifizierung der Baugruppen beigetragen. Aber auf der anderen Seite ging es da auch dann in die Verwaltung hinein, um das Thema Baugruppen, gemeinschaftliches Wohnen zu vermitteln. Was sind da wichtige Prozessbausteine? Wie denkt, also bisher war die Verwaltung eigentlich, ist da eher den klassischen Planer gewöhnt, den Investor, der einfach so für den Markt, für die anonyme Masse vorproduziert. Und das sind einfach andere Abläufe, als das jetzt mit Nutzergruppen der Fall ist. Insofern andere Rahmenbedingungen. Wichtig ist auch ein gegenseitiges Verständnis, vor allen Dingen der Rollen. Da müssen wir auch immer ein bisschen vermitteln, wie tickt Verwaltung, was ist da für uns wichtig. Das ist auch an manchen Stellen schwierig zu erklären, glaube ich. Wir haben lange Reaktionszeiten, aber dennoch ist es uns, glaube ich, gelungen, da einen ganz guten Prozess auf Augenhöhe im Dialog herzustellen und dann auch immer zu gucken, ist dabei auch wichtig, den Prozess so zu gestalten, dass er für alle Beteiligten eben auch machbar ist. Und dass wir da die richtige Dialogkultur dann auch entwickeln können. Und da sind wir bestimmt auch noch nicht fertig, aber vielleicht auf einem guten Weg. Und ich denke, so kann dann auch die Kooperation von zivilgesellschaftlichen Akteuren und der Verwaltung ganz gut funktionieren. Sicherlich ist dabei zu bedenken, dass es doch auch etwas mehr Zeit gekostet hat. Aber das hat auch, denke ich, seine Berechtigung und seinen Wert. Da das natürlich ermöglicht hat, dass die Beteiligten der Baugruppen jetzt schon sehr miteinander verwachsen sind. Sie tragen schon den Verein mit seinen Aktivitäten und das ist wirklich ein sehr gewachsenes Projekt schon. Sie setzen sich mit vielen Themen auseinander, die auch für uns neuen Schwung zum Beispiel bei der Mobilität in die Planungslandschaft bringen, sodass das auch ein großer Mehrwert ist, den sie da mit hineinbringen. Ja, damit vielen Dank und Fragen auch gerne im Nachgang noch per Mail an die angegebene Adresse. Ja, vielen Dank, Claudia Bossler. Wunderbarer Vortrag und wir sind alle sehr, sehr gespannt auf das Projekt, wenn es dann steht. Ich frage jetzt nicht, wann es fertig ist, aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Und vor allem würde ich jetzt gerne das Wort geben, also wir haben noch 10 Minuten, um noch ein paar Fragen zu stellen, die würde ich gerne nutzen und gebe das Wort an den dritten Referenten unseres Wohnprojektetags, Dr. Ralf Brandt aus Köln, der auch mit mir im Vorstand des Haus der Architektur, wo unser Netzwerk angesiedelt ist, sitzt. Bitte, Ralf. Hallo erstmal und vielen Dank für beide Vorträge, die ich jetzt schon mal hören durfte. Fand ich ja sehr inspirierend, lust- und mutmachend. In meinem Kopf war ein bisschen so die Brücke zwischen Frankfurt und Aachen, also das Thema der jeweiligen Vorträge, Stichwort Vergabeverfahren. Da würde mich noch ein bisschen was interessieren, weil was ich jetzt gehört habe aus Aachen, gab es ja total viele spannende, interessante, innovative Konzepte, die da eingebracht wurden. Waren die Teil der Spielregeln, dass man die vorgegeben hat, oder wurde dadurch ein Vergabeverfahren, ein Anreiz geschaffen, möglichst innovativ zu denken? Und dann natürlich ging die Vergabe nach Punkten oder qualitativ mit Jury und Also bei dem Projekt Branderhof hier haben wir keine Konzeptvergabe wirklich gemacht.
sondern die Idee ist eigentlich so lange gewachsen, dass sie dann als Idee feststand und wir auch in dem Prozess, der dann schon einige Zeit ging, auch festgestellt haben, das sind auch die richtigen Beteiligten, die wir dabei haben. Es gab eine Phase, wo es einen neuen Aufruf gab, wo neue Beteiligte sich melden konnten. Das ist auch geschehen. Die haben wir aber dann in dem weiteren Prozess auch wieder verloren. Insofern haben wir gesagt, ist das eigentlich der richtige Kreis, den wir hier haben? Und wir sind auch schon jetzt auch in diesem Dach der Siedlungsgemeinschaft so weit unterwegs, dass das eigentlich das richtige Konzept ist, was wir hier wollen, wo wir nicht nochmal ein Verfahren draufsetzen wollen. Und deshalb ist das hier nicht nochmal als Konzeptverfahren wirklich als Anreiz geschaffen worden, sondern die Idee ist gewachsen und dadurch hat sie sich etabliert, würde ich sagen. Wir haben dennoch das Konzeptvergabeverfahren als ein Instrument, was wir zukünftig auch serienmäßig, sag ich mal, einsetzen möchten, um eben das noch ein bisschen mehr zu stimulieren. Also das, was jetzt gefragt wurde, dieses Kitzeln nach Ideen, das wollen wir eigentlich dann auch standardmäßig abrufen, weil das, denke ich, noch mehr gute Ideen generieren kann. Mhm. Super. Darf ich gleich nochmal? Ja. Von mir aus. Wenn es nicht ganz so lang ist und wir für Birgit Kaspar noch ein bisschen Zeit haben am Schluss. Ich glaube, es kann kurz gehen. Was ist die Rolle der Politik versus Verwaltung? Also Politik kam mal so am Rande auf. Verwaltung kam viel prominenter im Vortrag. Wo ist denn da die Balance oder wer hat welche Rolle im Idealfall zu spielen? Mhm. Also das Doing, würde ich sagen, machen wir aus der Verwaltung. Auch diese Prozessbegleitung, auch zum Beispiel das integrierte Stadtentwicklungskonzept als Baustein. Das sind alles Elemente, die da in der Verwaltung bearbeitet werden. Auch die Kommunikation mit den Akteuren. Und es gibt bestimmte Meilensteine, wo dann auch zum Beispiel der Entwurf, der erarbeitet wurde, der Politik vorgestellt wird. Und dann auch Varianten zum Beispiel zur Abstimmung vorgelegt werden. Also an diesen neuralgischen Punkten wird die Politik dann mit ins Boot geholt. Wir haben nicht so eine externe Kraft, würde ich jetzt sagen, wie das zum Beispiel mit dem Netzwerk in Frankfurt ist, die außerhalb der Verwaltung steht oder auch in Köln mit dem Netzwerk Gemeinschaftliches Wohnen. Das ist was in Aachen noch nicht so strukturiert ist einfach. Es sind so einzelne Projekte und Kräfte da, aber wir haben da eigentlich noch keine Struktur. Wäre auch wünschenswert, vielleicht das zu haben. Gut, dann würde ich gerne das Wort an Birgit Kaspar geben. Ja, also das ist ja wirklich ein total spannendes Verfahren, tatsächlich mit dem Bebauungsplan im Prozess mit diesen Gruppen zu sein, aber das dauert ja auch sehr lange. Also eben hast du es schon kurz angesprochen, dass es da schon auch, es kamen welche dazu, die sind ja weggegangen. Wie war so die Kontinuität in den Gruppen? Weil wir hören oft, dass Gruppen schon auch sagen, oh, das dauert alles so lange. Eigentlich möchte ich doch gemeinschaftlich wohnen. Also wollt ihr das reproduzieren und öfter machen? Oder zweite Frage, du hast so gesagt, die Abläufe in der Verwaltung an die Gruppen vermitteln. Entwickelt sich auch die Verwaltung da weiter? Merkst du da Effekte oder gibt es auch Ideen, wie künftig andere Verfahren könnten, die vielleicht dann nicht mehr allzu lange dauern? Also vielleicht gibt es ja zwei Varianten. Ja, also meine persönliche Einschätzung ist eigentlich, dass das hier vielleicht eher ein Sonderfall bleiben wird und aus der Entstehungsgeschichte so entstanden ist. Und damals waren wir noch nicht so aufgestellt, dass wir die fertige Konzeptvergabe aus der Schublade ziehen konnten und einfach abspulen. Das ist ja auch ein Prozess. Das ist nämlich der Prozess, wo die Verwaltung noch lernt, wo wir uns jetzt aber, denke ich, ganz gut gefunden haben und auf dem Weg sind. Und diesen Prozess hat aber vielleicht auch dieses Projekt dann auch mitgebracht und vielleicht auch andere, die wir hatten, aber da ist wirklich ein Lernprozess zu erkennen und von daher denke ich, dass wir zukünftig wahrscheinlich eher kürzere Prozesse anstreben, wo dann auch der Städtebau im Vorfeld geklärt ist, wo man dennoch vielleicht mit der Brille des jemanden, der für Baugemeinschaften mitdenkt, in der Entwicklungsplanung der städtebaulichen Rahmengebung dann beteiligt ist, aber wo die Gruppen eigentlich erst ab dem Moment beteiligt sind, wenn dieser Rahmen feststeht, um das dann auch schneller abwickeln zu können. Wir haben hier zum Glück ein Kerngruppen dieser Projekte, die sind auch noch nicht alle komplett vollständig,
die sehr interessiert an dem Thema waren und da wirklich gut und lange bei der Stange geblieben sind. Aber eine junge Familie, wo die Wohnung aus allen Nähten platzt, die hätten wir da jetzt nicht halten können wahrscheinlich. Und diese Zielgruppe wollen wir ja auch erreichen. Wenn ich da mal einhaken darf, noch mit, meine Frage passt jetzt eigentlich, meine ich, ganz gut dazu. Und zwar, es gab ja am Anfang städtebauliche Entwürfe, die auf andere Entwickler gezielt haben. Und mit diesem städtebaulichen Entwurf wollte man dann das baugemeinschaftliche Projekt machen, was aber, wenn ich es richtig gesehen habe, so nicht funktioniert hat und nochmal abgeändert werden musste. Sprich, ist es so, dass der normale Städtebau für die Baugruppen nicht passt? Oder andersrum gefragt, was ist anders bei einer Baugemeinschaftsplanung? Was muss man da berücksichtigen? Oder braucht es einfach vielleicht auch Baufelder, wo man ein bisschen mehr Freiheit hat, damit sich die Projekte da noch rein entwickeln können? Also wie wäre das eigentlich optimal in der Zukunft aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, hier ist es ein bisschen ein Sonderfall, weil wir auch das Thema haben, Denkmalschutz des Hofes. Das Gelände ist auch noch sehr, ja, es ist 8 Meter Höhenunterschied von der einen zur anderen Seite. Also es ist auch kein ganz einfaches Gelände, wo man sagen kann, alle Ecken sind gleich, sondern die sind schon sehr unterschiedlich, sodass es ich hier nicht genau beantworten kann, ob das jetzt ein anderer Städtebau ist. Ich glaube, er ist einfach durch die Lage und den Ort, den wir da haben, nicht ganz einfach an und für sich. Und was ist jetzt das Besondere am Städtebau für das für gemeinschaftliche Wohnprojekte? Darf ich noch mal reinfragen? Also zum Beispiel wurde ja das Thema Freiraum besonders von dir genannt. Also wenn jetzt alle Häuser im regelmäßigen Abstand stehen und da ist jetzt keine Mitte, dann ginge das ja gar nicht. Ja. Also genau, also es war lange ein Thema, deshalb sind diese Entwürfe auch so entstanden, dass es eigentlich ein Ring, wirklich wie dieses Zwiebelprinzip, so als Bild, wenn man sich die Scheiben einer Zwiebel vorstellt, dass die ringförmig um dieses Zentrum angeordnet sind. Und dieses Bild so, war eigentlich dann auch in dem einen Entwurf, der da zwischenzeitlich war, so gesetzt, dass es gab den Hof in der Mitte und drumherum einen ziemlich geschlossenen Ringbebauung, in dem die Projekte sich abbilden. Und dann hatten alle gleichmäßigen Zugang auf die freie Fläche, die dann auch, an der alle gleichberechtigt teilhaben konnten. Das war auch dann die Kernidee. Dann sind wir aber in der Auseinandersetzung mit dem Städtebau eben dahin gekommen, dass wir gesagt haben, eigentlich ist das uns zu abgeschlossen zum Quartier hin, weil wir wollen ja auch, wichtig ist in diesem Projekt auch der Bezug des Quartiers. Und die möchten den Hof sehen können, die möchten zum Hof kommen können. Insofern gab es da den Bedarf, da wirklich noch ein bisschen zu öffnen an bestimmten Stellen. Und das ist, denke ich, jetzt in dem Entwurf da auch deutlich zu erkennen und auch gleichzeitig weniger Fläche zu versiegeln. Dass man sagt, wir wollen das eigentlich nicht über viel Fläche verteilen, sondern wir wollen eigentlich auch hochwertige Freifläche übrig behalten, in der auch das Wasser versickern kann, in der wir dann auch ja einfach keine bebaute Fläche haben, sondern wo auch die Freifläche ihren Wert und ihre Qualität haben kann. Und daraus hat sich das eigentlich so entwickelt. Und das war dann wirklich ein sehr feines Schieben, wer steht wo, mit welcher Orientierung. Also das war nicht einfach. Aber die Gruppen sind ja auch nicht alle gleich groß. Und insofern ist das noch ein weiteres Thema, wenn man einen Städtebau vorgibt, der gleichartige Häuser hat, dass das dann vielleicht nicht passt und vielleicht auch angepasst werden können sollte, wenn man so ein kleines Baugruppenquartier macht. Insofern wäre natürlich ein Städtebau, der so ein bisschen mehr in kleine Teile teilbar ist, aber dennoch variabel. Hier war das durch das Gelände, glaube ich, recht schwierig, aber dass man da noch ein bisschen spielen kann, wenn man weiß, welche Gruppen sich bewerben, das wäre eigentlich ideal. Genau, jetzt ist unsere Zeit schon wieder am Ende für diesen Vortrag. Jetzt kommt gleich noch der dritte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und bleiben Sie uns gewogen und schauen Sie sich auch den dritten Vortrag von Dr. Ralf Brandt an, der jetzt gleich in einem weiteren Video aufgezeichnet wird. Dann verabschiede ich mich bis dann.